So, da wären wir wieder. Und off-camera mache ich ja zwischen den Folgen ab und an mal Namensnennungen bei den Zwergen. Also wenn sich irgendein Zuschauer in den Kommentaren meldet, benenne doch bitte mal einen Zwerg nach mir, mache ich das meistens zwischen den Folgen. Da bin ich gerade über etwas gestolpert. Also erstmal haben wir hier 1, 2, 3 neue Zwergennamen. Aber guckt mal, was da steht. Soldier Caged. Also in einem Käfig. Dieser Grunt hier namens Nadris ist in einen Käfig getapst. Wie auch immer er das angestellt hat. Also normalerweise werden ja nur Gegner eingefangen oder irgendwelche fliegenden Peregrine oder wie auch immer die heißen. Aber er ist wohl irgendwie da reingestolpert. Das gucken wir doch mal genauer. Zoom to Creature C. Und der hockt hier neben dem Falken und den ganzen anderen Goblins und Hühnern und Hunden und was weiß ich, oben in unserem Animal Stockpile. Ja, das sollten wir doch gleich mal ändern. Aber schon komisch. So, da haben wir jetzt auch einen Zwerg in einem Käfig. Ich frage mich, ob wir, wenn wir ihn da drin lassen, ob er denn gefüttert wird von den anderen Zwergen. Aber nee, wir sollten da nichts riskieren und ihn einfach erstmal dahin stellen. So, obwohl, Pause noch nicht weiterlaufen lassen. Erstmal sollten wir noch ein bisschen überlegen. Denn die Zwerge sind hier draußen ja noch alle fleißig am Einsammeln. Das heißt, eigentlich sollte ich einen Miliztrupp rausschicken. Nur welchen? Welcher ist gerade aktiv? Schedule. Wir haben den Monat Limestone. Da sind unsere Elfenbeinlanzen aktiv. Das heißt, S, Shift B und ein Move-Befehl hier so hin. So. Und da trudeln jetzt auch gerade die ganzen Nachrichten ein, dass die Tiere alle gefunden wurden. Vorher, als ich noch dachte, wir hätten einen Vampir, kam mir immer die Nachricht, dass wir sie vermisst haben. Und jetzt werden die nach und nach gefunden. Also theoretisch müssten noch ganz viele andere Tiere gefunden werden, wenn wir oben den Käfig mal ausmisten würden. Aber das ist eine andere Geschichte. So, da werden die toten Hunde auch schon reingebracht. Wahrscheinlich oben auf unseren Müllstockpile, wo auch die anderen Tiere sind. Und danach müssten wir sie butchern können. Hoffe ich jetzt einfach mal. Denn wir brauchen ja die ganzen Pelze und Häute und Knochen und was weiß ich. Aber anscheinend nicht. Die müssen wohl erstmal oben auf dem Stockpile ankommen. Na gut. Unsere Elfenbeinlanzen sind draußen. Das heißt, wir haben schon mal eine kleine Abschreckung, falls Goblins kommen sollten. Und das sollte ich mir echt angewöhnen. Egal, was wir draußen machen, egal, was für eine Kleinigkeit das ist, immer einen Trupp draußen stehen haben. Warum wird das Holz eigentlich nicht abgebaut? Achso, die Holzhacker sind alle tot, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Ich hatte die umbenannt in Howler Cutter, glaube ich. Also wir haben einmal Howler Miner. Das sind halt Howler, die nebenbei auch ein bisschen Steine kloppen gehen. Aber ich hatte auch Howler Cutter oder Cutter Howler. Irgendwie so. Sehe ich aber keine mehr von. Na, okay. Das könnte erklären, warum keiner Holz hackt. Aber ein bisschen was haben wir ja noch. Oh, und der Granitstockpile füllt sich sehr schön. Was bauen die gerade? Gar nichts und gar nichts. Das ist doch viel zu wenig. Wir hätten gerne Rock Blocks 20. Dann können wir auch gleich mal ein paar neue Bodenplatten legen. Und für unser Hospital sollten wir unbedingt noch eine Traction Bench bauen. Also diese Streckbank. Ach, das haben wir schon in die Liste mit reingepackt, aber irgendwie wird das nicht bearbeitet. Wir haben doch noch Mechaniker, oder? Ja, Rissa LP und Mr. Jojox. Die sind aber beschäftigt mit Konstruktion von Mechanismen und die Fallen unten laden. Das ist ja auch sehr wichtig. Apropos Fallen, haben wir die alle schon wieder erlaubt? Sind die hier irgendwie noch verboten oder? Nee. Alles gut. Sehr schön. Ah, aber da, das wurde suspended, weil da irgendwas wohl drauf liegt. Das können sie gleich mal wieder probieren. Oh, und wir haben keine Käfige mehr. Ja, das Käfigproblem. Unsere Färbemittel, also unser Trupp Milizionärer, der erste, die haben jetzt ja eigentlich frei, aber ich werde die mal hier runterschicken. Geht mal dahin und dann drücken wir gleich den Knopf und töten ein paar Nakedai Goblins. Denn wir brauchen Käfige und wir brauchen tote Goblins.
Weil wir haben jetzt hier unten schon so viele. Und ganz oben haben wir... Okay, fast... Wo zur Hölle? Da. Hier haben wir ja schon wieder locker ein Dutzend, wenn nicht noch mehr von denen. Und warum ist der Zwerg da grün? Zählt nicht als Einheit. Was soll denn das? Achso, das ist der Zwerg im Käfig. Whoops. Assign nicht den Grunt. Das heißt, jetzt müsste ein Zwerg kommen und ihn freilassen. Hoffentlich. Und warum hat denn... Ach, deswegen hat er einen Eimer da rumliegen. Es kam schon ein Zwerg an und hat ihm was zu trinken gegeben. Das ist ja nett. Habe ich verpasst. Das wäre so eine kleine lustige Zwischenstory gewesen. Aber gut. Und er wurde befreit. Mal gucken, was der für Gedanken hat. Ich will jetzt doch mal schauen, ob es extra negative Gedanken gibt für wurde in einem Käfig eingesperrt und von meinen Kameraden ausgelacht. Er war ästhetisch. Er ist glücklich, frei zu sein. Sehr cool. Er hat was zu trinken bekommen. Er hat was Schönes zu trinken bekommen. Er hat in einem sehr guten Schlafzimmer geschlafen. Das wage ich doch zu bezweifeln. Er wurde von Fliegen genervt, er hatte was Gutes zu trinken, er hat einen schönen Stuhl betrachtet, er hat sein eigenes schönes Bett betrachtet, er war wütend, weil er eine lange Patrouillen hatte, einen langen Patrouillendienst, er hat mit seiner Verlobten gesprochen, er war von der Sonne genervt und er hat schwere Verletzungen ertragen. Sein linkes unteres Bein ist verbogen. Oder eingedellt, eins von beiden. Und ist auch gebrochen. Autsch. Okay. Gucken wir uns mal kurz seine Wunden an. Ja, ist rot. Ah, wenigstens ist es nicht grau. So, das heißt, der müsste auch gleich zum Arzt humpeln. Und ich habe gerade zwei Merchant-Nachrichten bekommen, aber nee, ist nur eine. Haben wir mit denen jetzt eigentlich schon Handel getrieben? Ja, schaut so aus. Aber ja, lustige Geschichte. So, wo sind jetzt unsere Färbemittel? Unsere Färbemittel sind da, aber es sind nur 5 Stück. Und davon ist Hex immer noch verwundet. Er ist auch verwundet. Und er ist sehr unglücklich. Okay, vielleicht können wir ihn ja glücklich machen, wenn er ein bisschen töten darf. Schalter drücken. Und Tür abschließen. So. Mal gucken, ob das jetzt so eine gute Idee war. Aber es müssten eigentlich nur 5 Goblins freigelassen werden und die sind Nakidai. Es dürfte ja eigentlich echt kein Problem sein für 5 Zwerge in Stahlplatten, Panzern und was weiß ich. Ich sehe jede Menge Blut. Und der eine Goblin hält sich ganz schön lange. So, was haben wir an Wunden auf unserer Seite? Nichts, ist schon mal gut. Die Wunde hatte er vorher schon. Ich glaube, Hex hat eine neue Wunde am Arm. Er hat gar nichts. Und seine rechte Hand und sein Oberkörper sind angeditscht. Und da ist ein Mechanismus auf dem Boden. Das ist sehr gut. Ich hatte ja gemutmaßt, ob die Mechanismen jetzt freigelassen werden oder nicht. Aber das werden sie anscheinend wohl. Ja, aber nur einer. Das ist ja komisch. Na gut, das claimen wir jetzt mal alles. Machen die Tür wieder auf. Drücken den Schalter wieder um. Damit wir ihn später wieder drücken können. So. Und S, Shift A. Den Befehl aufheben, damit sie wieder ihrer normalen Beschäftigung nachgehen können und nicht grumpig werden. So, wo ist eigentlich der Zwerg, der traurig war? Einer hatte hier very unhappy drunter stehen und der ist nur noch unhappy. Also es hat funktioniert. Wahllos Goblins töten scheint seine Stimmung gehoben zu haben. Und warum seid ihr jetzt immer noch da? Geh mal dahin. Die Tür haben wir doch aufgemacht, oder? Ups. So. Jetzt könnt ihr wieder frei tun, was ihr wollt. Also das klappt schon mal. Keine großartigen Verletzungen, gute Gedanken und Platz in den Käfigen, was somit am wichtigsten ist. Und eventuell sollten wir die jetzt auch gleich wieder reinschicken. Ich will nicht, dass die jetzt auch... Ah, der ist schon mal hungrig. Ich will nicht, dass die jetzt auch grumpig werden. Also mache ich einfach mal SB und schicke die wieder rein. Und warte dann so ein paar Minuten und schicke sie wieder raus, wenn ich denn dran denke. Theoretisch müssten wir die ganzen Pastures hier wieder neu bestücken mit Hunden.
Aber wenn ich die nicht schlachten kann, dann will ich das nicht. So, sonst verlieren wir immer durchgehend Hunde und mögliche Ressourcen. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Kommt da irgendwo eine Fehlermeldung? Brauch Käfig. Blocks sind fertig. Und brauch eine schlachtbare, unverrottete Leiche. Die müsstet ihr doch eigentlich haben. Oh, ja, jede Menge sogar. Da, eine Hundeleiche. Zählt die als draußen? Wir claimen unsere Toten, wir claimen die Sachen von unseren Toten, wir claimen andere Tote und verbieten anderer Tote Gegenstände. Ja, ist das soweit okay? Refuse. Zwerge sammeln Refuse von draußen. Ignorieren Ungeziefer-Überreste. Das ändere ich mal ganz kurz. Also ich glaube nicht, dass Hunde als Ungeziefer gelten, aber das Spiel ist manchmal ein bisschen komisch. So, das müsste hier eigentlich alles schön verrotten. Was haben wir hier unten so? Achso, nur Körperteile. Ein rechter Backenzahn. Wert 0 Zwergendollar. Dies ist Olngo Tospotsuts oberer rechter Backenzahn. Ah gut, ich will aber keine Backenzähne, ich will Hunde schlachten können. Denn ich bin Gerogon der Welpenschlechter. Butcher an Animal. Nein. Extract from a dead animal? Und irgendwo dazwischen? Nö. Na kommt schon. Oder mache ich jetzt irgendwas falsch? Ich könnte dahinter auch einfach mal nochmal den setzen. Sonst wüsste ich echt nicht. Vielleicht im Animal Stockpile? Aber die sind ja eigentlich schon tot. Und warum ist hier etwas... Nee. Hier haben sich irgendwelche Tiere auf Available gestellt, dass sie als Haustier genommen werden können. Das geht ja gar nicht. Das sollen die nicht. Und der Peregrin-Falke ist jetzt semi-wild. Also so fast wild. Das ist ja auch nicht schlecht. Da muss ich Knuddelmu wohl noch ein bisschen mehr austoben, bis er das hinbekommt. Und die sind alle domestiziert. Na gut. Aber hier kann man sie nicht zum Schlachten einstellen. Hier sind sie sowieso nicht. Wie schaut es eigentlich mit unserem Pigtails? Haben wir jede Menge. Caveweed und Sweetpots immer noch so viele. Die werden wir ja gar nicht los. Na gut. Vielleicht bei den Toten. Tot und vermisst. Da können wir nur hinzoomen und wir können auf den Manager klicken. Was bringt uns jetzt der Manager? Auch nix. Na gut, was haben wir noch zu tun? Das Hospital. Funktioniert das eigentlich inzwischen? Gucken wir nochmal unseren Health-Bildschirm. D. Er soll diagnostiziert werden. Das war der, der im Käfig gesteckt hat. Diagnose... Soll angezogen werden, er soll genäht werden, er soll immobilisiert werden und soll Krücken kriegen. Okay, armer Kerl. Noch eine Diagnose, ganz viele Diagnosen. Inoperativer Rot. Rot ist, also verrotten, daher kommt es wohl. Aber es wird irgendeine Krankheit sein. Aber es ist Gott sei Dank nur ein Hund. Der hier hat das Gleiche. Vielleicht sollten wir die schlachten lassen. Können wir die hier direkt irgendwie den Gnadenschuss geben oder so? Recenter. Das ist wahrscheinlich nur die, worauf gerade fokussiert wird. Kann ich jetzt irgendwie gucken, welcher Hund das ist? Also irgendeiner von unseren Kriegshunden... hat eine Krankheit, eine gefährliche. Also ob sie ansteckend ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber es haben jetzt schon zwei Kriegshunde. Also wäre es naheliegend. Ich könnte jetzt alle einzeln durchgehen und gucken, ob die irgendwo Rot stehen haben. Aber das wäre mir zu albern. Wir warten einfach ab und gucken, ob das irgendwann mehr werden als nur zwei Hunde.
Was macht eigentlich unser Arzt? Unser Doc deponiert Sachen in einem Bin. Das sollst du nicht. Dabei hat er keinen Auftrag für Item-Howling. Das ist komisch. Also wird er wahrscheinlich irgendwas transportieren, was mit dem Hospital zu tun hat. So, unser Stockpile hier ist quietschrappelvoll. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Also wir könnten jetzt einfach wahllos Statuen überall positionieren. Oder Wheelbarrows in irgendwelche Stockpiles zuordnen. Aber ich hätte eigentlich lieber einen größeren Stockpile. Wo haben wir denn noch Platz? Hier haben wir Platz. Und hier könnten wir Platz machen. Aber dazu will ich erst den Untergrund weiter erforschen. Also machen wir einfach, hier Furniture Stockpile. Auch wenn da eigentlich die Hunde trainiert werden, aber die wird es nicht stören, wenn ein paar Sachen im Weg liegen. So. Da müssen wir jetzt nur noch die Barrels rausnehmen, weil sonst werden sie nach oben transportiert, wo sie hingehören. Nämlich neben unsere Destille. Barrels raus. So. Spiel weiterlaufen lassen. Wir brauchen Tische. Wir können die Construction Bench nicht herstellen, weil wir keine Tische haben. Okay, Rock, Table. Machen wir auch gleich mal 20 draus, denn wir brauchen oben in unserem, ich wollte schon sagen, Ballsaal. Also hier oben in unserem Dining Hall ein paar mehr Tische und Stühle. Und allgemein würde ich den ganzen Boden mal gerne auslegen. Das können wir mal kurz gucken. B, C, F. Wie viel wir davon haben. Also von unseren Granitblöcken inzwischen. Und ja, ich weiß, das ist jetzt gerade tierisch Verschwendung, was ich mache. Granitblöcke. Zack. Und es ist Verschwendung, weil ich eigentlich auch eine Straße setzen könnte. Die braucht wesentlich weniger Blöcke. Aber für mich ist es halt komisch, eine Straße in die Festung reinzubauen. So, wir hatten eben gerade 99 Blöcke. Haben wir jetzt immer noch 99 Blöcke? Momentan sehe ich gar keine. Bin ich jetzt blind? Chert, Granit. Granitblöcke, immer noch 99. Da scheinen wir ja echt viele inzwischen gemacht von zu haben. So, wo versteckt ihr euch? Es kann doch nicht sein, dass ich... Ach, ganz unten. Jetzt haben wir nur noch 98. Ja, aber gut. Wenn wir damit fertig sind, haben wir jetzt noch so 80 Stück. Das reicht dann auch erstmal für eine Weile. Dann können wir hier den ganzen Bereich auch noch auslegen und die ganzen Zimmer und die ganzen Zimmer und so weiter und so fort. Damit das hier langsam einigermaßen gut aussieht. Auch wenn gut aussehen nicht unbedingt unsere Priorität sein sollte. Sondern erstmal eine laufende Miliz, alle Zwerge verarztet, ein laufendes Hospital und so weiter und so weiter. Da war noch was suspended. Na gut. Machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geht es dann weiter.